Nach 2 Jahren geht es endlich wieder los. Herzlich willkommen zu unserer Talentshow. Ich bin Dina und vielleicht kennt ihr noch Kitty Kitty Meets, aber die ist in die Rente gegangen. Ab jetzt bin ich eure Moderatorin in der 2. Staffel. Gehen wir rüber zur Jury. Wir haben sogar jemanden, der mal ein Kandidat war. Und zwar der Picasso. Ups, egal, Dina. Das ist Chocolate, Dream, Picasso und Chico. Die 4 werden heute alle Kandidaten bewerten und ihr macht auch mit. Genau, ihr liebe Zuschauer habt auch richtig gehört. Ihr könnt nämlich abstimmen, wer in die nächste Runde kommen soll und wer nicht. Wie ihr das macht, ist ganz einfach. Ich rufe einfach die Nummern der Kandidaten auf und ihr schreibt euren Favorit in die Kommentare. Genauso das macht ihr mit dem Kandidaten, den ihr nicht in der nächsten Runde sehen wollt. Zum Beispiel, wenn ich die 1 aufrufe und ihr diese Nummer sehr gerne mochtet, schreibt ihr das in die Kommentare. Das wird dann ausgewertet und auch mit Hilfe der Jury werden wir dann sehen, wer in die nächste Runde kommt und wer nicht. Das war jetzt alles und es geht los. Jetzt kommt bitte die Nummer 2 auf die Bühne. Hallo. Hi. Also, ich bin der Emil. Und ich bin Marcel. Du bist Marcel? Ja, warum? Kennst du mich? Natürlich kenne ich dich. Marcel aus Berlin. Macho Model. Maskulines Meisterwerk. Ja, gut. Also, wir an uns die Witzkings. Es wird hier immer komischer. Erklärt ihr uns noch, was ihr macht, oder? Ich glaube, das werdet ihr schon merken. Okay. Es war Freitagabend. Ne? Müsst ihr euch vorstellen. Wollen wir uns ein schönes Wochenende machen? Klar. Klasse. Dann bis Montag. Ding dong. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind hier fürs Kinderheim. Haben Sie etwas zu spenden? Spenden? Zu spenden habe ich nichts. Aber zu spenden? Kevin, Justin, kommt mal her. Okay. Emil kommt 5 Stunden zu spät. Und sagt die Lehrerin, Emil, du kommst zu spät. Was ein Wunder. Emil sagt, Frau Lehrerin, Sie sagten, doch, fürs Lernen ist es nie zu spät. Was sagt ein Pirat, wenn er zum Bauernhof kommt? Idee? Hier irgendjemand? Okay, nein. Ahoi! Ihr seid alle so unlustig. Was macht ein Drache im Fußballstadion? Keine Ahnung. Die Leute anfeuern. Habt alle keinen Sinn für Humor, aber der letzte noch. Was läuft durch die Küche und ist bunt? Ein Fluchtsalat. Es reicht. Erstens, du hast dich versprochen. Das hat es noch blöder gemacht. Und die Witze sind gar nicht witzig. Das sind irgendwelche geklauten Witze, die habt ihr euch nicht mal selber ausgedacht. Das ist einfach nur unlustig und es ist auch kein Talent. Das kann ich auch. Ich muss sie nur auswendig lernen. Nein, warum? Ihr brecht uns das Herz. 4x ein Nein. Tschüss, Marcel aus Berlin. Hey, warte doch. Jetzt bitte die Nummer 4. Hi, ich bin Stacy und ich komme aus Berlin. Und ich singe heute für euch. Na dann legt mal los, wir sind gespannt. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Ja, also es war ganz spannend, auch noch mit diesen Tänzer, mit diesen akrobatischen Stücken. Sehr interessant.
du hast eine schöne Stimme und ich würde sagen, dass ich dir ein Ja gebe. Und mir gibt es auch definitiv ein Ja. Ich fand, du hast das sehr schön gemacht und dann noch diesen tänzerischen Akzent, würde ich jetzt mal so sagen, hat das noch ein bisschen besser gemacht. Ich glaube, du hast deine Gefühle dadurch noch mehr ausgedrückt und das hat mir sehr gefallen. Also ich muss ehrlich sagen, also ich fand meine Choreo und mein Gesang viel besser, was ich früher mal was ich da geleistet hatte. Also was du hier gesungen hast, war echt nicht gut, muss ich ehrlich sagen, hat mir nicht gefallen und deswegen gibt es von mir ein Nein. Voll gut gesungen. Geschmack liegt in dem Auge des Betrachters. Da kommt er wieder mit seinen komischen Sprüchen, die er sowieso irgendwie irgendwo auswendig gelernt hat. Habe ich nicht, sage ich dir nur mal so. Ja, war gut. Von mir gibt's ein Ja. Machen wir weiter mit der nächsten Nummer. Das wäre nämlich die 1. Hi. Hallo und auch hallo Chocolate. Also, ich bin der Bruno und ich bin mir ganz sicher, dass ich jeden dazu kriege, sich in mich zu verlieben. Und das ist auch mein Talent und ich möchte es euch vorstellen. Also, da bin ich wirklich sehr gespannt, denn ich verliebe mich eigentlich gar nicht. Dann ist es doch jetzt der perfekte Zeitpunkt. Aber es ist der noch perfektere Zeitpunkt für Chocolate. Also eine Steigerung von perfekt gibt's nicht. Weißt du eigentlich, Chocolate, willst du den Unterschied zwischen Geschichte und dir wissen? Geschichte ist Vergangenheit, aber du bist meine Zukunft. Das ist jetzt... Ich spiele Fußball und... Bist du ein freistehendes Tor? Oder warum vermisse ich dich jedes Mal, wenn ich dich sehe? Schau mal, selbst der Marienkäfer hat sich angezogen gefühlt. Und er will ganz schnell weg. Nein, er will mir noch weiter zuhören. Deswegen ist er mein Premium-Gast. Okay. Okay, der geht jetzt an dich, Marienkäfer. Bist du Peach? Oder warum bist du meine Prinzessin? Du warst schon ganz schön süß, oder so wie du. Also so langsam glaube ich echt nicht mehr, dass es ein Talent ist. Es war auch schon vorher kein Talent. Ich werde Google nie wieder benutzen. Denn als ich dich sah, wusste ich direkt, dass die Suche nun vorbei ist. Ja, komm her. Seht ihr, der mag mich richtig. Er will immer zu mir. Und auch selbst wenn er runterfällt. Oh. Auf jeden Fall. Von mir gibt's definitiv ein Nein. Ich will, kann und will dazu eigentlich wirklich gar nichts mehr sagen. Von mir genauso. Es war einfach nur schlecht und das ist auch definitiv kein Talent. Geh bitte woanders hin. Also, nein, danke. Das ist echt blöd. Leider. Der Marienkäfer wollte mich wenigstens. Gilt das? Nein. Okay, tschüss. Was eine Niederlage. Aber machen wir weiter mit dem nächsten Kandidat. Und zwar mit der Nummer 7. Hi, ich bin der Amigo und ich bin die Nummer 7, also Wunsch für mich. Genau, ich sage euch heute auch etwas vor und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Okay, dann legt man los, Amigo. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the Ich finde das sehr gut gesungen und von mir gibt es ein Ja. Von mir auch. Ich fand, es war schön. Ja, von mir auch, aber mein Lied war immer noch besser. Und von mir gibt es auch ein Ja. Ich fand, du hast es gut gemacht. Dankeschön. Das freut mich sehr. Aber natürlich ist es alles noch nicht vorbei, denn ihr, liebe Zuschauer, könnt natürlich auch entscheiden. Und das ist das, was zählt.
Machen wir weiter mit der nächsten Nummer. Hi, wir sind die Nummer 8 und wir jetzt stellen euch heute unsere Tanz-Choreo vor. Und die sind ja süß. Und sogar ein Hund. Ja, ich bin Lena, das ist Wowie und das ist Susi. Und ja. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn, ain't okay, that great. Ich glaub schon, stopp. Reicht, glaube ich, jetzt. Das sind Kinder, die arm. Also, ich finde, das habt ihr richtig gut gemacht, hat mir sehr gefallen. Von mir gibt's definitiv ein Ja. Auch wenn ihr wirklich sehr, sehr süß seid, von mir gibt's leider ein Nein, weil es einfach viel zu kurz war. Von mir gibt's auch ein Nein. Und von mir gibt's auch ein Nein. Tut mir leid, ihr Süßen. Also von... Also 3 von 4 geben euch ein Nein und Chuckdick gibt euch ein Ja. Damit seid ihr aber trotzdem noch nicht raus. Wir werden ja sehen, wie die Ergebnisse sein werden. Und das, meine Lieben, war die erste Folge der Talentshow. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Reaktion. Schreibt sie gerne in die Kommentare, sodass auch die Staffel weitergehen kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.